Krone stellt zur Agritechnica 2011 die überarbeitete Ladewagenbaureihe ZX vor. Die neuen Modelle erkennt man an der jetzt serienmäßigen, aus GFK gefertigten Rotorabdeckhaube. Bei genauerer Betrachtung fallen weitere Details, wie die geänderte Anlenkung der Knickdeichselzylinder, die parallele Aufhängung des Rollenniederhalters und der um 5 cm verringerte Abstand zwischen Pickup und Förderrotor auf. Die Verschiebung des Rotors beruht auf einer weiteren Detailänderung. Der Kratzboden ist jetzt um 35 cm nach vorn abgesenkt. Damit übernimmt Krone das Konzept der AX- und MX-Baureihe. Das Futter braucht nicht mehr durch einen engen Förderkanal hoch in den Laderaum gedrückt zu werden. Unser John Deere 7930 war nur bei fast vollem Wagen wirklich gefordert. Außerdem reduziert sich laut Krone die Gefahr des Musens. Die neue Ladeautomatik arbeitet mit einem Dehnsensor an der unteren Stirnwand. Dieser misst den Druck, der durch das Futter auf die Stirnwand ausgeübt wird. Der Kratzboden läuft an, sobald die im Terminal voreingestellte Kraft erreicht ist. Unser Wagen war zudem mit einer Waage ausgestattet, laut Krone mit nur 2,5% Toleranz. Das hydraulische Achsaggregat bietet in Verbindung mit den 800er Reifen wenig Bodendruck und guten Fahrkomfort. Neu ist das optional erhältliche elektronische Bremssystem EBS. Neben ABS soll durch einen Roll Stability Support die Kippgefahr bei zu schneller Kurvenfahrt reduziert werden. Hierzu werden gezielt einzelne Räder gebremst. Auf dem Silo nützt das System allerdings nichts. Mit einem Knopfdruck wird vom B- in den Entlademodus gewechselt. Unser Wagen war mit einem CCI-Terminal ausgestattet. Neu ist die iGreen-Fähigkeit. Neben einer Navigationsfunktion können über UMTS Erntedaten direkt an ein Farmmanagementsystem gesendet werden. Der Antrieb der drei Dosierwalzen ist verstärkt worden. Die Flachgliederketten des Kratzbodens werden manuell gespannt. Die Schnittqualität war bei der sehr trockenen Silage augenscheinlich gut. Für den Maiseinsatz ist kein Umbau nötig. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 24 Tonnen bei 4 Tonnen Stützlast. Anders als bei der AX- und MX-Baureihe lässt sich der Messerbalken nicht zur Seite herausschwenken. Der abgesenkte Kratzboden begrenzt die Kopffreiheit beim Messerwechsel. Es können bis zu 46 einzeln abgesicherte Messer in den Förderkanal geschwenkt werden. Käufer müssen für diesen Wagen 123.470 € auf den Tisch legen.